Heute geht es um den ehemaligen Basispass, den wir 2019 begraben und 2020 kommt dann der Pferdeführerschein. Ein Themenbereich allerdings wird bleiben und das ist der Bereich der Haltung des Pferdes. Wir schauen uns heute mal an, wie es in den Boxen ausschaut, was sind die Mindestanforderungen für eine normale Pferdebox, verschiedene Haltungsformen und dann in der Folge auch über Stroh und über Heu. Bleibt einfach mal dran, also alles, was ihr wissen müsst für den Pferdeführerschein ab 2020 in dem Themenbereich bzw. Basispass bis 2020, das erfahrt ihr jetzt. So, wenn wir uns so eine Stallgasse erstmal anschauen, also als Vorraum des Stalles, des eigentlichen Stalles, dann ist auf ein paar Dinge zu achten. Sie muss eine Mindestbreite haben. Wir sagen 2,50 Meter, 3 Meter brauchen wir Minimum, damit wir auch zwei Pferde aneinander vorbeiführen können. Und ein paar Dinge müssen wir einfach beachten, auf die gehen wir in einem anderen Film ein. Das heißt, wenn wir Pferde aneinander vorbeiführen, das gehört zu dem Basispass bzw. zum Pferdeführerschein dazu, das Wissen, wie das gemacht wird, wie es richtig gemacht wird. Ein paar Kleinigkeiten sind eigentlich selbstredend, also wenn die Prüfung kommt und ihr werdet gefragt, auf was müsst ihr achten, unter anderem darauf, dass Werkzeuge wie dieser Besen hier nicht irgendwo im Stall rumfliegen, sondern dass das alles ein bisschen ordentlich ist, weil zum einen sieht es furchtbar aus, zum anderen ist es so, dass es auch gefährlich werden kann. Aber wir schauen uns jetzt einfach mal eine Box an, und zwar eine ganz normale Box erstmal. Was sind die Voraussetzungen, um ein Pferd reinzustellen, was muss ich erfüllen, an Mindestgröße, an was auch immer. Wir gehen einfach mal rüber in die Box. Wenn wir ein Pferd das nehmen wollen, wollen es irgendwo in eine Box stellen, dann müssten wir ein paar Dinge beachten und da wäre zum Beispiel die Vorgaben der Haltungsrichtlinie der EU. Da geht es insbesondere um die Größe einer Box und wenn wir uns das mal anschauen, dann haben wir ein Pferd, ein relativ kleines Pferd, das braucht natürlich eine andere Box als ein Großpferd. Wie wird die also berechnet? Wir nehmen das Stockmaß von dem Pferd, also wir haben hier ungefähr 1,45 Meter und sagen wir mal 1,50 Meter der Leichtigkeit halber und nehmen dieses mit Multiplikation 2. Das heißt, wir haben ein Pferd, meinetwegen 1,50 Meter, multiplizieren mit 2, da haben wir ein 3 Meter Pferd, nein 3 Meter und diese 3 Meter nehmen wir zum Quadrat, das heißt, wir hätten eine Fläche, die ein Pferd braucht, von 9 Quadratmetern. Haben wir ein größeres Pferd, natürlich mehr Fläche, haben wir ein kleineres Pferd, dann reicht unter Umständen weniger. Das ist ein bisschen ein Problem, weil viele Altbestände in den Ställen haben halt kleine Boxen, also mit 9 Meter ist, das findet man schon noch, aber es wird immer schwieriger, dort Pferde unterzustellen. Erstens mal, man kann sie kaum vermieten und zweitens ist es so, dass es eben halt nicht wirklich den Bedürfnissen eines Pferdes entspricht. Wir schauen uns mal an, wie so eine Box weiterhin ausgerüstet sein muss und gucken weiter. Bevor wir überhaupt den Stallbereich betreten oder die Box betreten, haben wir erstmal eine Sache und zwar haben wir eine Tür. Und selbst an diese Tür werden gewisse Voraussetzungen gestellt. Es geht darum, dass wir zwei Riegel haben, einen oben, einen unten. Und dass wir immer darauf achten müssen, dass diese Riegel geschlossen sind, und zwar beide. Warum reicht nicht oben? Weil ein Pferd sich unter Umständen mal festlegt oder beim Wälzen irgendwo hintritt. Und dann kommt unter Umständen hier unten raus das Bein. Das heißt, das Pferd tritt durch diese Tür durch, weil hier unten der Riegel nicht offen ist. Dann biegt sich die Tür leicht auf. Dann geht das Pferd mit dem Bein nach außen. Und jetzt stellen wir uns nur kurz vor, was passiert, wenn das Pferd dann das Bein wieder reinziehen möchte, dann wird es von der Tür eingeklemmt. Das heißt, das Pferd wird unter Umständen dort ganz, ganz jämmerlich liegen bleiben, sich auch schwer verletzen und das kann wirklich ganz dramatische Folgen haben. Zumal Pferde legen sich ja auch nachts und wenn dann keiner mehr im Stall ist und sie das nicht, also wir wollen gar nicht drüber nachdenken. Also immer aufpassen, wenn ihr ein Pferd aus der Box holt, wenn ihr ein Pferd in die Box reinbringt, vielleicht nach der Arbeit, dann wälzen die sich ja ganz gern mal so ein bisschen und dass da immer unten die Riegel zu sind. Es kann also durchaus sein, dass ihr die Pferde in die Box reinstellt, innerhalb von Sekunden liegen sie und dann fangt sie an und treten gegen die Wände und da haben wir natürlich hier vorne die Schwachstelle Tür. Also immer aufpassen, alles zu. Weiterhin sollten wir die Tür immer geschlossen halten, auch wenn wir die Pferde aus der Box rausholen und da ist gar keiner drin, kann der gerne abhauen. Aber wenn ich die offen lasse, so wie die hier, dann ist das immer eine Kante, wo ein anderes Pferd ranrennen kann, wo jemand dran hängen bleiben kann, wo irgendwas passieren kann. Also wenn ihr ein Pferd aus der Box holt, das reicht auch nicht, wenn ihr sie ganz aufmacht, sondern macht sie prinzipiell zu und dann, wie ich finde, es macht gar kein Problem, beide Riegel zu schließen. Also in keiner Box ist es ein Problem, den unteren Riegel zu schließen. Die machen wir generell zu, weil das gewöhnen wir uns nämlich so an. Und wenn wir dann einmal machen wir es oben nur zu und dann stellen wir das Pferd rein, vergessen den unteren Riegel, dann haben wir genau das gesagte Problem, was wir vorhin schon besprochen haben. Also, Boxentüren, Pferd geht raus, Tür zu. Ja, dann verriegeln, ordentlich verriegeln. Okay, und jetzt gehen wir mal rein und gucken, was in der Box alles braucht.
Die Boxenhaltung hat viel, die Beurteilung der Boxenhaltung hat viel mit den Beurteilungen der baulichen Substanz zu tun. Das heißt, wie ist denn die Box aufgebaut? Ist das ein Mauerwerk? Ist es wie hier Trennwände aus Holz mit Gittern oben drüber? Und auch da gibt es Vorschriften und die drehen sich auch hier um diese Gitter. Und zwar brauchen wir einen Mindestabstand dieser Gitter oder einen Höchstabstand, sagen wir so, einen Höchstabstand von 5 oder 5,5 cm. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube irgendwas um die 5 cm. Und die stabilen Stäbe sollten im Prinzip aushalten, wenn ein Pferd dagegen tritt, dass sie nicht gleich verbiegen und dass ein Pferd nicht im Move durchrutschen kann. Warum diese Abstände? Weil es durchaus sein kann, dass junge Pferde vor allem auch mal in der Box anfangen und gehen so ein bisschen gegeneinander und steigen mal und treten nach dem anderen Pferd und treten dann unter Umständen hier oben rein und rutschen mit dem Bein durch diese Gitter durch, wenn die zu weit sind. Das heißt, sie rutschen auf die andere Seite und dann können sie nicht mehr zurück. Also wir müssen immer darüber nachdenken, erstens, wenn sowas passieren sollte oder ein Pferd unten mit dem Fuß aus der Tür, was machen wir dann? Also was machen wir dann, wenn wir direkt dran stehen? Also wenn wir direkt davor stehen und ein Pferd kommt mit dem Bein unten raus, würden wir natürlich sofort oben die Tür aufmachen. Was passiert, wenn wir nicht da sind? Und was passiert hier oben? Also ich wüsste jetzt momentan nicht so richtig, wie eine Reaktion ausschauen könnte, wenn ein Pferd durch diese Gitterstäbe durchtritt. Und dass sowas passiert, ist gar nicht so selten. Also gerade in so älteren Stellen und selbstgebauten Stellen, wo man sagt, okay, wir wollen die Pferde vielleicht auch ein bisschen näher aneinander kommen lassen, die sollen mit dem Kopf mal durchgehen. Es gibt schon Gründe, warum es sowas gibt. Also ich selber hatte mal einen kleinen Hengst, einen Junghengst, den habe ich in eine Box gestellt neben ein anderes Pferd und da hat er das Ohr durchgesteckt und da wurde das Ohr abgebissen. Also Pferde so untereinander, die können schon richtig rabiat werden. Und das war nichts, wo sie irgendwie, der war abends in dem Stall und tagsüber auf der Weide. Also nicht irgendwie, dass die Pferde da ständig gelangweilt gewesen wären, nee. Ihr habt einfach das Ohr durch, ein anderer kam hin, hat gemeint, es wäre eine tolle Idee, hast du mal abgebissen. Solche Dinge passieren. Und ein Mindestmaß an Sicherheit sollte sein. Das heißt hier, diese Dinger sollten A stabil und B eng genug beieinander sein. Gut, wir gehen weiter in der Box. Was in Prüfungen immer wieder gefragt ist, ist das Wasser, wie viel säuft ein Pferd. Und da kommen Antworten mit 6 Litern, 7 Litern, das ist also bei Weitem gefehlt. Also wir wissen jetzt mittlerweile ja schon alle, dass Pferde mindestens 60, 70, 80 Liter brauchen. Großpferde bei großer Hitze brauchen auch locker mal 100 Liter. Am weitesten verbreitet sind da sogenannte Selbsttränke. Das heißt, die Pferde drücken mit der Nase beim Saufen drauf und dann läuft das Wasser. Der hat hier so einen Trugut drunter, das ist eine ganz pfiffige Idee, weil er immer da den Kopf drin gelassen hat und dann ist er eingeschlafen, dann lief das über. So einen Trog drunter kann man leer schleppen, dann hat man die Box auch nicht überflutet. Also Pferde, die da ein bisschen planschen, ist das wirklich eine ganz pfiffige Idee gewesen, hier das Ding drunter zu bauen. Pferde trinken von Natur aus lieber tief, das heißt, sie würden lieber den Kopf runternehmen, in einen Eimer reinstecken und dort schlürfen, ihr Wasser aufnehmen, als auf so eine Selbsttränke zu warten. Problem ist einfach nur, es ist in der Praxis kaum handelbar, 20, 30, 40, 100 Pferde mit Wassereimern zu tränken. Es ist schlimm genug, wenn im Winter beim starken Frost unter Umständen mal die Tränke ausfallen und dann muss so getränkt werden, aber machen möchte das eigentlich keiner. Das hier, eine Selbsttränke, muss man allerdings auch täglich kontrollieren. Das heißt, es gibt auch Pferde, die äppeln da rein. Das heißt, man hat dann Mist drin liegen und sauber machen sollte man sie auch regelmäßig, weil es kommen auch Vögel vorbei, die auch draus trinken, aber nicht nur draus trinken, sondern die kacken dann auch mal da rein. Also immer wieder schauen, dass ihr das in Ordnung haltet, dass diese Tränke auch einigermaßen hygienisch ist. Dann müssen wir natürlich etwas vorsehen, wo die Pferde fressen, ihr Kraftfutter aufnehmen können. Und das haben wir, wie in den meisten Stellen natürlich auch, über einen Futtertrog gelöst. Oder das löst man über Futtertröge. Und da kann man vielleicht ein bisschen darauf achten, dass die einen Rand haben. Also oben nicht einfach glatt runtergehen, sondern einen Rand haben, dass die Pferde, wenn sie im Futter wühlen, das heißt Pferde sind auch teilweise selektiv, sehr selektiv, und dann schnicken das Futter hin und her und wenn das alles ohne Rand ist, dann fällt da unter Umständen mal die Hälfte rein. Also der Rand ist nach innen reingebogen und das Futter liegt dann besser unten drin. Auch da ist logischerweise darauf zu achten, wenn man füttert, gibt Pferde, die äppeln teilweise in ihre Tröge rein. Das müssen wir immer sauber machen, das ist sehr anstrengend, aber sehr ja, nervend, aber es ist halt nun mal so. Und des Weiteren ist es so, dass wir, wenn wir da Futter reingeben und kein Pferd ist in der Box, haben wir halt auch noch einen Haufen Vögel drin sitzen, die A wegpicken und B halt aber auch reinkacken. Also da vielleicht darauf achten, wenn es Futter geben sollte, dass man da nicht unbedingt so macht, das Futter reinstellt und weiß genau, das Pferd ist noch 6 Stunden auf der Weide, weil danach ist in der Garantie irgendwas drin, was da nicht reingehört. Ja, schauen wir uns den Boden mal an. Wir haben eine Liegefläche, wir haben gesagt vorhin, wir brauchen ein Mindestmaß von 9 Quadratmeter bei 1,50 Meter Pferd.
In der Box ist es natürlich ein bisschen größer, es sind noch größere Pferde drin. Also wir brauchen ein Mindestmaß und der Boden muss für die Pferde geeignet sein zum Liegen. Das heißt, wir haben eine Einstreu drin. Hier in dem Fall ist es eine Pellets-Einstreu. Das heißt, es war Sägemehl, es wurde gepresst in kleine Pellets. Dann wird das leicht eingeweicht und dann eingestreut. Ist eine recht gute, eine recht ordentliche Einstreu. Ökologisch gesehen, Holzeinstreu, immer so ein bisschen schwierig, habe ich ein Problem mit. Wir werden es mal ausprobieren in den nächsten Tagen mit Strohpellets, ob wir das unter Umständen bei einigen Pferden mal auf Strohpellets stellen, um zu gucken, ob das anders ist. Also Pelletseinstreu gibt es, natürlich auch Stroh und andere Varianten der Einstreu, entweder Hobelspäne oder Hanf, Stroh, was auch immer. Es gibt also eine ganze Menge Möglichkeiten, die da bereitstehen. Der Boden hier hat zudem noch einen Gummiboden unten drunter, das sind so dicke Gummimatten. Da soll normalerweise Flüssigkeit ablaufen. Ich möchte meinen, wenn da Holzpellets oder Stroh drauf ist, läuft da relativ wenig ab, aber die Pferde liegen auf alle Fälle besser und sie liegen wärmer. Es ist auch ein recht rutschfester Boden, darauf sollte man generell achten, in der Stallgasse, aber auch in der Box. Der Boden soll nicht so sein, dass die Pferde anfangen und rutschen darauf rum. Ja, vor allem beim Aufstehen. Ja, also das bisschen Stroh schieben die ganz schnell weg oder das bisschen Heu oder das bisschen Späne schieben die ganz schnell weg, wenn die aufstehen wollen. Und wenn dann der Untergrund so glatt ist, dass die Pferde wegrutschen, dann birgt das natürlich schon eine erhebliche Gefahr. Eine weitere Anforderung an die Box ist das Licht. Also wir haben die Verpflichtung, unsere Pferde in Boxen einzustellen, wo sie auch Licht haben, brauchen die ganz dringend. Und da ist ein Mindestmaß 1 Quadratmeter Fläche pro Box. Also 1 Meter mal 1 Meter. Das ist sehr, sehr wenig und damit kommt man so richtig gut nicht klar. Es sollte also deutlich mehr sein. Dunkle Boxen sind für Pferde nicht geeignet, nicht gut. Sollte man tunlichst versuchen, irgendwie Licht reinzubekommen. Es hilft zur Not sogar eine Neonröhre, aber auch das ist keine Lösung. Sie brauchen im Prinzip Tageslicht. Und natürlich, von uns kennt ihr es hier bei uns zumindest, haben die Pferde auch die Möglichkeit unter Umständen in die Paddocks zu gehen. Wenn Paddocks da sind, gehen sie auch gerne raus. Das heißt, sie werden allein durch diese Fläche der Tür, die wir haben für einen Zugang zum Paddock, haben wir schon eine sehr, sehr gute Ausleuchtung der Box, zumal die Pferde in der Regel dann eher sich draußen aufhalten. Also sie sind sehr, sehr viel draußen, aber im Sommer oder wenn es sehr warm wird oder regnet oder was auch immer, dann sind sie in der Box oder nachts sind sie auch mehr in der Box und liegen in der Box, ist klar. Aber sehr, sehr viele halten sich einfach auch draußen auf. Wenn wir den Pferden jetzt eine Paddockbox anbieten, das heißt, wir haben die Möglichkeit, dass die Pferde rausgehen in einen kleinen Bereich vor der Box, den nennt man Paddock, dann nutzen die das normalerweise auch sehr gut aus. Auch hier sollte man darauf achten, dass der Boden rutschfest ist. Und es ist der Einfachheit halber schon so, dass man am besten eine befestigte Fläche hat, weil man kriegt es ansonsten nicht mehr sauber. Also Sandpaddocks oder irgendwelche Matschpaddocks, die vor der Box sind, da hast du zum einen den ganzen Mist drin, also Pferde äppeln auch sehr, sehr viel da drauf und bewegen sich sehr viel. Das heißt, du hast ständig da ein Durchwühlen und im Endeffekt eine Riesensauerei. Also was sich bewährt hat bei uns zumindest, ist Betonplatte oder Pflastersteine. Da muss man halt nur im Winter aufpassen, wenn es mal kalt wird und mal glatt wird, dass die Pferde eben halt nicht in die Paddocks reinkommen, sondern dass man die dann schließt und erstmal wartet, bis es abgetaut ist und die Pferde wieder gefahrlos rausgehen können. Der Zaun von den Paddocks sollte so ein bisschen massiv sein. Also er sollte stabil sein, die Pferde sollten sich miteinander kommunizieren können, sie sollen aneinander kommen, das ist gar nicht die Frage. Man muss halt darauf achten, dass zwei Pferde nebeneinander stehen, die auch miteinander können. Also wenn man zwei nebeneinander stehen hat, die sich gar nicht leiden können, hat man latent schon ein Problem. Ansonsten muss es stabil sein, so dass die Pferde sich nicht verletzen können, wenn sie mal irgendwo gegenrempeln, dass nicht gleich irgendwas rumfällt. Zumal man auch nicht möchte, dass die Pferde über das Paddock abhauen. Es gibt noch die Möglichkeit, Pferde in einer Gruppenhaltung zu halten. Das wäre eine andere Haltungsform. Das heißt, wir haben hier eine Boxenhaltung mit angeschlepptem Paddock. Es gibt die Boxenhaltung ohne Paddock. Es gibt die Gruppenhaltung, dass man mehrere Pferde zusammen in einer Gruppe hält. Und es gibt Leute, die sagen, das ist die absolute ultimative Haltungsform. Ich bin da so ein bisschen bereit zu widersprechen. Es ist für einige Pferde oder für viele Pferde bestimmt eine sehr gute Haltungsform. Allerdings für Pferde, die so ein bisschen dazu neigen, auch mal die Rangordnung auszutesten, um zu sagen, wer ist der Chef, wer ist es nicht. Für diese Pferde kann es unter Umständen sehr, sehr schwierig werden. Rangniedere Pferde auf der einen Seite, das heißt, sie werden ständig gescheucht und gejagt und auf denen wird der ganze Frust ausgeladen. Oder die ranghöheren Pferde, die ihre Position in einer Tour verteidigen wollen, auch die haben da Stress in dieser Haltungsform. Es gibt bei der Haltung mit Sicherheit keine Haltung, die für jedes Pferd optimal geeignet ist. Da muss man sich freimachen von, die gibt es nicht. Was nicht geht und was auch verboten wurde mittlerweile, so eine Fangfrage bei den Prüfungen, ist die Ständerhaltung. Das heißt, man hat ein Pferd vorne angebunden
und es hat einen Ständer, der ist, keine Ahnung, 2 Meter, 2,50 Meter breit. Das ist nicht mehr zulässig und das ist auch gut so. Eine Boxenhaltung mit Paddock, für uns, für mich eigentlich eine sehr gute Haltungsform. Eine Haltung in der Gruppe, also eine Gruppenhaltung, kann gut gehen. Ich habe auch ein paar Pferde hier stehen, die kommen aus der Gruppenhaltung, die waren dort ganz und gar nicht glücklich. Also man muss sein Pferd schon genau beobachten und muss wissen, wie tickt es denn und verträgt es diese Haltungsform oder nicht. Bei den Bedürfnissen, die so ein Pferd hat in der Haltung, hören wir auch immer wieder die Themen, wir brauchen Bewegung und wir brauchen frische Luft. Eine normale Box, also eine Paddock-Box, ist zweifellos gute Luft oder viel Luft, aber eine normale Box sollte auch die Möglichkeit haben und bieten zu lüften, da soll also eine Frischluftzufuhr da sein und die ist erheblich. Also Pferde atmen sehr viel, die Pferde dünsten auch aus, über den Mist wird sehr viel Schadgase in die Luft abgegeben. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass eine gute Durchlüftung der Box möglich ist. Also, ich fasse zusammen. Wir brauchen Licht, wir brauchen Luft, wir brauchen trittfesten Boden, wir brauchen eine gute Einstreu, wir brauchen gutes Futter und die Möglichkeit, das Futter aufzunehmen. Habe ich Wasser vergessen? Ansonsten Wasser auch.